Neuer Tag, neues Glück. Hinter uns liegt eine Regennacht in der Schärenwildnis der Orlandinseln und vor uns offensichtlich ein sehr brillanter Paddeltag. So sieht der Himmel aus, so sieht das Meer aus, so sieht die Wettervorhersage aus für heute. Und so werden wir natürlich losziehen, nicht sofort, sondern nachdem wir die Morgenstunden ausgiebig hier genossen haben, auch mit einer kleinen Erkundungsrunde. In der Nähe gibt es einen Süßwassersee von unserem aktuellen Biwakplatz. Und da wollen wir noch hin, da will ich mich waschen. Und das ist einfach, gehört zum Kult einer Kanu-Wanderung mit Zeltgepäck, dass man dort, wo man übernachtet, sich auch immer schön umschaut, genau alles erkundet, Dinge sieht, die man anderswo nicht sieht, sondern nur erreichen kann auf dem Wasserweg. Und das ist überhaupt der Reiz des Kajakfahrens, des Kanu-Wanderns, sei es auf Flüssen, auf Meeren, auf Seen, dass man über den Wasserweg an Orte kommt, wo nur Wasserwanderer hinkommen. Und die Zahl der Wasserwanderer ist deutlich geringer als die Zahl der Radwanderer oder Fußwanderer. Und wir haben hier bisher in den Tagen, wo wir auf den Orlandinseln sind, noch keine Handvoll Kajakfahrer mit Gepäck gesehen. Aber immerhin, wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Kajakwanderer mit Zeltgepäck und Seekajaks gesehen. Aber das ist unter mehr als 6000 Schäreninseln zu vernachlässigen.
Ja, diese morgendlichen Erkundungsrunden oder auch am Abend von unseren Biwakplätzen, von unseren Biwakinseln, oder aktuell sind wir hier auf einer Halbinsel mit einem kleinen Süßwassersee. Das ist einfach, wenn man sowas liebt wie wir, dann ist das fantastisch. Wir befinden uns jetzt schon seit Wochen in Naturparadies. War das vor kurzem 2 Wochen lang der südliche Bolmen bei unseren Freunden Lieder und Moonlight und deren Lieblingsinseln mit Adlerhorst. So ist das jetzt die Schärenwildnis der Ålandinseln. Und das ist ein riesiges Archipel, ein riesiges Gebiet für Wassersportler aller Art, für Wanderer, für Radwanderer, für Naturliebhaber, für Schärenliebhaber, wie wir das sind. Ja, wo gestern Nachmittag das Anlanden hier auf den glatt gebügelten Granitfelsen der Ålands schwierig war und wir Probleme hatten, nicht auf die Schnauze zu fallen auf dem glitschigen Grund, auch noch aufgrund des bewegten Wassers, ist es heute Morgen wunderbar, idyllisch, glatt, vollkommen ungefährlich. Man meint gerade, wir kampierten hier an einem Baggersee Eldorado, aber es ist die nördliche Ostsee und die ist heute für uns wunderbar ruhig. Ja, an diesem wunderschönen Morgen, der jetzt immer noch sehr früh ist, ich tippe mal 8 Uhr oder 9 Uhr, sagt Samira, dann sehen wir heute ganz schön verbummelt, aber das macht überhaupt nichts. Wir stehen bei dieser Art von Touren unter keinem Leistungsdruck, es kommt auf keine Kilometer an, es kommt nicht darauf an, dass wir paddeln, bis uns die Arme abfallen. Das ist nicht unser Ding. Unser Ding ist hier per Kajak, per Zeltgepäck mit genügend Essensvorräten in die schönsten Landschaften zu kommen und nicht achtlos an ihnen vorbei zu paddeln, sondern zu stoppen, zu filmen, zu fotografieren, zu genießen, wie wir das heute schon ausgiebig gemacht haben. Und jetzt ziehen wir uns noch ein Müsli rein, packen in aller Ruhe unsere Ausrüstung zusammen, verladen sie in unsere Boote. Und immer wenn man die Ausrüstung hier rumliegen sieht, wundert sich der Nichtfachmann, wie man das alles in so 2 Schlauchbötchen bekommt, aber alles Routine. So, wir verlassen jetzt unseren nächtlichen Biwakplatz, ein wunderschöner Platz, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Noch nicht mal Fußabdrücke, denn in dem knochenharten Granit gibt es keine Fußabdrücke. Und so sollte das immer sein, dass man einen Biwakplatz möglichst so verlässt, wie
man ihn angetroffen hat. Und wir legen Wert darauf, dass wir auch anderer Leute Müll mitnehmen, wenn andere Kanufahrer oder Wanderer ihren Müll liegen gelassen haben. Das nervt einfach, das stört einfach. Das ist einfach ungehörig, wenn das von Menschen immer öfter wieder passiert. Okay, und deswegen steht das saubere Zurücklassen von Biwakplätzen, die wir nächtlich nutzen oder auch an Ruhetagen, an erster Stelle. Und jetzt ziehen wir weiter bei optimalem Paddelwetter. Weg. Achtung! Also, die platt gebügelten Granitfelsen haben einen gravierenden Nachteil. Sie sind im Wasser, in der Wasserlinie über Wasser und unter Wasser glatt wie Schmierseife. Und da ist sowohl das Beladen unserer Boote wie das Einsteigen in die Boote schon ein Kunststück, ohne dabei auf die Schnauze zu fallen. Und besonders auch für mich als nicht gerade Bewegungswunder. Samira hat das gerade lässig, locker, flockig gemacht. Ich krieg das so nicht gebacken. So, startklar. Dann los. Viertel nach elf erst, nach dem, was wir schon alles gemacht haben, geht es. Kann man akzeptieren. Bleibt ist einfach. Immerhin noch später Vormittag. Ich kenne Leute, die stehen erst am späten Vormittag auf. Die frühstücken jetzt erst. Ja, eins kann ich nicht oft genug betonen. Das, was wir hier machen mit unseren Grabner Luftkajaks, das ist nicht unbedingt eine Sache, die ich anderen Menschen, unerfahrenen Paddlern, wetter- und paddeltechnisch unerfahrenen Menschen nicht zwingend empfehlen kann. Unsere Luftkajaks, unsere Zweier Luftkajaks sind jetzt schwer bepackt, sind äußerst träge, sind keineswegs zügig zu beschleunigen und sind nicht meerestauglich in dem Sinne, dass man damit anderen Menschen empfehlen kann, ja, das kannst du wunderbares Seekajak auf den Orlands mitmachen oder auf den Westerollen oder Lofoten. Nein. Ausdrücklich nein. Dafür braucht man Seekajaks, seetaugliche Tourenkajaks mit Abschottungen, mit wenig Windanfälligkeit. Was wir hier machen, ist schön Wetterpaddeln mit Gummibötchen, die allerhand aushalten, die man auch über die nicht scharfkantigen Granitflächen, wenn sie gebügelt sind, ziehen kann, um sie schwer bepackt ins Wasser zu schaffen. Aber eins kann man hiermit nicht, das ist zügig und schnell paddeln bei starkem Wind. Ja, Samira und ich benutzen hier unsere Grabner Zweier-Kajaks aus einem einzigen Grund. Sie sind dafür absolut gut geeignet, Hunde mitzunehmen. Und Samira und ich, wir haben schon seit vielen Jahren Hunde in unserer Bekleidung.
paddeltaugliche Hunde, Wasserhunde, die sich allerdings auch ab und zu in einem Kajak bewegen. Und da macht es Sinn, A, ein großes Kajak zu haben, eben ein Zweier-Kajak, ein Einer-Kajak, würde ein Hund mit Gepäck nicht reinpassen. Und deshalb verzichten wir lieber auf schnelle, schnittige Weide-Kajaktouren und haben dafür unsere wunderbaren, unsere einzigartigen, unsere herrlichen Hunde dabei, auf die wir auch in Zukunft nicht mehr verzichten wollen. Wow, gerade entdecke ich vor mir die Bucht, wo wir im Jahr 2002 Schlechtwetter abwettern mussten. Und das bei Nordwind. Und da waren wir hier hinter dem Felsrücken sehr gut windgeschützt. Und auch die Felsen- und Landschaftskulisse hier fand ich sehr geil. Und später fand hier ein Lagerfoto seinen medialen Niederschlag im Kanu-Magazin, habe ich schon erwähnt. Damals lautete mein Titelslogan: Verloren in der Schärenwildnis, Kajakfahren zwischen blauem Himmel und rotem Granit. Zwar ist der Granit nicht so rot, wie in der Werbung immer behauptet, aber das hängt davon ab, er ist jedenfalls rotbraun. Und wunderbar, und auch dieser Lagerplatz hier, den habe ich in wunderbarer Erinnerung. Vielleicht werden wir ihn auf unserer Rückfahrt von der aktuellen Tour auch hier nochmal benutzen. Ja, ich sage gerade zu Samira, auch Samira kann sich an diesen Platz erinnern. Sie war im Jahr 2002 nicht 6 Jahre alt, wie ich die ganze Zeit behaupte, sondern schon 7. Konnte schon lesen, hat hier auf dieser Tour ihr erstes Buch gelesen. Und ja, sowas vergisst man nicht. Und schon gar nicht hier auf den Orlandinseln und schon gar nicht Samira, die von klein auf mit allen Wassern gewaschen war und ja schon von 10 Monaten an auf Großgewässern mit mir unterwegs war, in einem, anfangs im Kanadier auf der Loire, später in einem Zweierkajak. Und auch hier waren wir in einem Brion Zweierkajak, nämlich dem Brion Excursion, der auch heute noch bei uns im Westerwald im Einsatz ist. Wahnsinn! Wir machen Rückwärtsgang! Rückwärtsgang! Bei Wind und Wetter und Regen. Nee. Da ist hier oben und an den Ärmeln das Wasser reingekommen.
dir frische Klamotten an. Braun. Wo suchst du denn, ja? Mit prima Anlande. Ehrenfels. Gleich geht's runter. Ja, nachdem wir jetzt eine fantastische Stallküste entlang gepaddelt sind mit ganz vielen Granitexplosionen oder Explosionen, auf jeden Fall eine fantastische Vielfalt an Granitblöcken, Spalten, Bergen, Bergrücken, Rundrücken, haben wir jetzt einen Platz gefunden, Samira hat einen Platz gefunden, wo wir jetzt Mittagspause machen können. Und auch saumäßig gemütlich. Wir sind weit und breit die einzigen Wasserwanderer hier auf der Ostsee nördlich der Hauptinsel unterwegs, der Orland-Hauptinsel. Eben kam ein holländisches großes Wandersegelschiff an uns vorbei. Sie haben von weitem freundlich gewunken. Aber man freut sich hier in der Einsamkeit der Schereninsel, wenn man ab und zu auf Menschen trifft. So wie heute. Hey, Eva, das ist mein Bruder. Ja, ich möchte gerade noch mal erwähnen, dass aktuell auf dieser Tour, auf dieser Kajak-Gepäcktour mit zwei Hunden und Zeltgepäck, meine Videoclips ausschließlich auf dem Tablet entstehen. Das heißt, ich fotografiere mit Tablet, filme mit Tablet, schneide nachts im Halbschlaf die Videoclips zu, die ich dann direkt vom Tablet auch auf YouTube lade. Also die Qualität ist eher bescheiden, die Schärfe der
Bilder sind nicht K4, sondern Full HD oder 1400 Tralala, ich weiß nicht so genau. Kann es auch eigentlich gar nicht so richtig auf dem Tablet beurteilen. Aber ich muss immer was zu tun haben und das Tablet hier wird versorgt. Nicht nur, aber auch durch meine Solarpanels auf dem Heck meines Kajak Riverstars. Und muss aber zusätzlich auch meine Powerbanks anzapfen, weil doch eine Menge Strom verbraucht wird, wenn ich nachts das Tablet anhabe und Videos schneide.